Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Transparenz TV in der Sendung Franz Alt. Wir erleben, meine Damen und Herren, das größte Massensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier vor ca. 60 Millionen Jahren. Insgesamt hat die Welt etwa 6 große Massensterben erlebt. Der Unterschied zwischen früher allerdings ist, vor Millionen Jahren war das Massensterben naturbedingt. Es waren Naturkatastrophen, die dafür gesorgt haben. Für das heutige Massensterben sind erstmals wir, die Menschen, der sogenannte Homo sapiens, verantwortlich. Jeden Tag rotten wir zurzeit 150 Tier- und Pflanzenarten aus, sagt der renommierte amerikanische Biologe Professor Wilson. Die Natur braucht ca. 30.000 Jahre, um eine Spezies zu schaffen. Und wir rotten pro Tag 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Wir spielen Evolution rückwärts. Wir sind die erste Generation, die das tut und den lieben Gott voll ins Handwerk pusht. Zu dieser Sendung darf ich ganz herzlich begrüßen Dr. Elisabeth Jüschke. Sie ist, ich muss gucken, Biogeografin. Was macht eine Biogeografin? Also eine Biogeografin im klassischen Sinne beschäftigt sich im Studium erstmal mit der Verbreitung der Arten, der Tiere, der Pflanzen auf der Welt. Warum kommen Arten in bestimmten Kontinenten vor? Was sind die erdgeschichtlichen Grundlagen dazu? Was sind die klimatischen Grundlagen? Biodiversität, warum entsteht das überhaupt? Ja. Wie verhält sich das mit dem Klima, in Bezug auf das Klima, ganz wichtig in Bezug auf Boden? Es spielen so viele Faktoren rein, die dort unter dem Überbegriff Biogeografie zusammengefasst werden. Und gerade diese Verbreitung, weltweite Betrachtung der Artenvielfalt ist dort ein ganz großer, wichtiger Punkt. Frau Dr. Jüschke arbeitet bei der UKA, das ist die Umweltgerechte Kraftanlagen in Meißen. Das Insektensterben haben wir inzwischen, nein, ich will noch den zweiten Gast natürlich, Herrn Ronnefeld, begrüßen. Er ist Friedensforscher und Friedensreferent beim Versöhnungsbund. Frau Jüschke, das Insektensterben haben wir ja alle schon mitbekommen. 76% der Insekten in Deutschland in den letzten Jahrzehnten sind verschwunden. Viele Leute sagen ja, jetzt muss ich meine Autoscheiben nicht mehr so sauber machen wie früher. Ist doch ganz angenehm. Wozu brauchen wir überhaupt Insekten? Ist das wirklich schlimm? Naja, also gerade bei den Insekten, die sind sehr, sehr artenreich. Und es gibt sehr viele, sehr ausdifferenzierte Spezies und Unterarten und so weiter. Und jede einzelne hat ja auch einen Grund, warum sie im Ökosystem ist. Das heißt, sie sind teilweise sehr spezialisiert. Jede Art hat ihren Grund. Jede Art hat ihren Grund. Keine ist unnötig und überflüssig da. Ja. Auch wenn man das manchmal meint bei Fliegen oder so. Trotzdem, es hat jede Art irgendwo einen Grund, warum sie im Ökosystem vorkommen. Das heißt, es bestehen Beziehungen zwischen den Arten, es bestehen sozusagen Effekte, die nicht da wären, würde es die Arten nicht geben. Denkt man an Bestäubung, ne? Denkt man an, also ich speziell komme aus der Bodenkunde, ich habe sehr lange in der Bodenkunde auch wissenschaftlich gearbeitet, in der Bodenbiologie. Es gibt dort sehr viele Arten, gerade im Bereich Boden, die sind nicht so bekannt. Der Mensch für gewöhnlich interessiert sich nicht für Boden, was sehr traurig ist, weil das ist eigentlich das Arten sehr, sehr artenreich und mit sehr viel Wechselwirkungen, auch gerade für unsere Ökosystemdienstleistungen, um die es ja auch heute Abend geht. Hat Einstein wirklich gesagt, wenn die Bienen ausgestorben sind, dann gibt es 3 Jahre später keine Menschen mehr? Das habe ich auch gehört, ja. Und es ist auch hoffentlich hat es sich wenigstens bei der Jahreszahl geirrt, nicht? Naja, das werden wir sehen. Also ich weiß sogar aus China, dass selbst dort gibt es massive Probleme. Dort fahren tatsächlich Leute mit Pollen vom Norden in den Süden, um dort die Apfelbäume zu bestäuben. Also es sind tatsächlich hilft Menschen das? Auf den Bäumen. Hilft das? Es hilft zum kleinen Teil sicherlich. Es wird per Hand bestäubt, weil einfach keine Bienen mehr da sind. Per Hand bestäubt heißt aber, das gibt dann weniger Ernte oder genauso viel? Das weiß ich nicht. Es gibt wahrscheinlich weniger Ernte, weil das können ja Menschen eigentlich nicht leisten. Ich meine, da gibt es viele Chinesen, aber trotzdem. Also es ist nicht Ziel, jetzt die Bienen auszurotten. Man muss wirklich aufpassen, dass man da rechtzeitig die Reißleine zieht. Und das sehe ich im Momentan als großes Problem. Herr Ronnefeld, wenn jeden Tag 150 Tier- und Pflanzenarten aussterben, und wir wissen, ohne Tiere und Pflanzen langfristig keine Menschen,
dann ist das ja ein Krieg gegen uns selbst. Das ist der dritte Weltkrieg gegen die Natur, den das Artensterben heute bedeutet. Sehe ich das richtig? Ich glaube, man kann es so drastisch formulieren. Ich bin ja Diplomtheologe von der Ausbildung her. Und im Schöpfungsbericht steht bei jedem, was Gott gemacht hat in diesem Mythos, und es war gut. Das heißt, es sollte auch so sein. Beim Mensch heißt es sogar, es war sehr gut am sechsten Tag. Wenn er sich da hoffentlich nicht geirrt hat, angesichts unseres heutigen Themas. Ja. Ich glaube, dass eine Schwierigkeit einmal in der Geistesgeschichte bei Descartes war, der ja Tiere nur als Automaten gesehen hat und nicht als Lebewesen, die auch Rechte haben, die auf Tierschutz. Wir haben jetzt heute gerade aktuell die Diskussion auch mit Ferkeln gehabt, warum man nicht für 2 Euro diese einfach vorher betäubt, bevor man sie unter Schmerzen kastriert. Und ich habe oft darüber nachgedacht, der Begriff Umweltschutz hat uns, glaube ich, auf eine falsche Fährte geführt. Er heißt nämlich, dass wir, der Mensch, im Zentrum stehen und die Umwelt um uns herum und unseres Willen zu schützen ist. Ich glaube, der Begriff Mitwelt wäre vielleicht besser, weil wir jetzt sehen, wir stehen in Interdependenzen, wir stehen in Abhängigkeiten. Und wenn die Bienen, wie Sie sagen, nicht mehr fliegen, nicht mehr bestäuben, das heißt ja nicht nur, dass wir keinen Honig mehr haben, sondern dass auch anderes uns fehlt und wir nicht überleben können ohne unsere Mitgeschöpfe. Frau Jeschke, die Meere sind überfischt, das können wir seit langem lesen. Wir haben in unseren Meeren bald mehr Plastik als Fische, wenn ich das richtig gelesen habe. Das Meer stirbt, hat Mucib Latif, der Meeresbiologe, schon vor Jahren in einem Buch festgestellt. Was heißt das denn für uns alle? Oh, das heißt eine ganze Menge. Also ja, in den Meeren ist tatsächlich ist es so, dass sich da sehr viel Plastik anhäuft. Das Problem ist, dass man irgendwann die Plastikpartikel in Größen hat, in Nanogrößen, die nicht mehr sichtbar sind, auch fürs menschliche Auge. Das heißt, diese Plastik, die dort vorhanden ist, wird aufgenommen, selbst von den kleinsten Mikroorganismen, die natürlich im Zuge der ganzen Nahrungskette dann immer größere Mikroorganismen, immer bis in die Fische und so weiter, bis auf den menschlichen, zum menschlichen Verzehr kommen, bis auf den Teller. Das heißt, im Grunde ist genau dieser Effekt, was den Meeren angetan wird, landet bei uns in der Nahrung und letztlich auch im Menschen drinne. Und dass natürlich Fremdpartikel wie Nanoplastik nicht gut sein kann und sich irgendwo ansammeln und ja auch nicht biologisch abbaubar ist, und der menschliche das kann Organismus einfach schädigt, nicht gesund, für unsere Gesundheit nicht gut es schädigt ist, die Gesundheit wissen, ja. Und natürlich nicht nur unsere, sondern die letztlich auch von allen Mitgeschöpfen, ne, weil auch die fressen ja die Plastik und man sieht eben auch drastische Bilder heutzutage schon von Fischen, Walen oder so, die aus dem Meer gezogen werden, von Vögeln, die krepieren oder Schildkröten, die Plastiktüten auf dem Kopf haben. Also es ist absolut absurd, was dort vor sich geht. Und die Lösung? Naja, die Lösung ist, dass ich freue mich, dass es wirklich in den letzten, ich würde sagen, vielleicht einem halben Jahr wirklich mal richtig aktiv diskutiert wird. Das ist erstmal der erste Schritt. Dass also man jetzt dieser Bewusstseinswandel ist generell, egal was man redet, ist der wichtigste Schritt, dass die Menschen sich dem bewusst werden, wo das Problem liegt. Und erst dann kann man Lösungen finden. Und die Lösung jetzt zu diskutieren, wirklich darüber nachzudenken, Plastik zu ersetzen mit anderen Stoffen, ne, jetzt die Becher, Verpackungen, die ganzen Lebensmittelverpackungen, über nachwachsende Rohstoffe. Genau, es gibt ja viele andere Möglichkeiten. Papier, ne, man kann ja auch Papiertüten verwenden oder einfach wirklich lose Früchte kaufen. Nur da müssen gerade die Handelsketten dann auch handeln und auch da wirklich was tun, weil das ist noch nicht, so weit ist es noch nicht. Also es kommt jetzt ins Bewusstsein, die Menschen wissen drum um die Mikroplastik und der nächste Schritt ist, dass wirklich auch gehandelt wird, ist sicherlich auch ein Signal der Politik notwendig. Die sagen so, jetzt Schluss, keine Verpackung mehr. Es gibt doch wohl erste Länder, die Plastik verbieten oder Plastikverpackung verbieten. Gehört nicht Australien dazu und China? So genau weiß ich das nicht. Es wird zumindest intensiv diskutiert, sogar afrikanische Länder. Ja. Auch afrikanische Länder, ja. Also ja. In solchen Ländern sind natürlich die Probleme noch massiver. Mhm. Also teilweise sieht man dort an den Stränden ja riesige Berge, auch also richtige Müllhalden, weil auch das nochmal ein anderes Bewusstsein ist. Ich erinnere mich an 2014 in Jordanien, als ich ein Gespräch mit einem deutschen Entwicklungshelfer hatte. Und dort gab es das Problem mit verendeten Schafen. Das war zunächst nicht zu lösen. Und er hat dann ein Tier obduziert und es kam ein solcher Klumpen von Plastik aus dem Magen. Und als die Bauern in Jordanien das gesehen haben, haben sie jetzt angefangen, die Felder vorher abzulesen von allen Plastikpartikeln und Taschen,
die es dort gibt, um ihre Tiere zu schützen. Die da verweht waren sicherlich durch den Wind. Ich will zwischendurch einen Hinweis an unsere Zuschauer zu Hause geben. Sie können Fragen an unsere beiden Diskutanten stellen, Fragen über den Chat vom Livestream. Und dann können Sie die Sendung mitgestalten. Also seien Sie dazu ganz herzlich eingeladen. Ich will mal ein kleines Experiment machen als ehemaliger ARD-Mensch und ARD-Moderator. Wenn es heute Abend bei uns in der ARD, in der Tagesschau, eine ökologisch realistische Tagesschau gegeben hätte, wir alle wissen, das hat es nicht gegeben, was hätten dann meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen sagen müssen? Ich habe mir das mal von großen Umweltministerien ausrechnen lassen, von den Fachleuten dort. Die sagen mir, also täglich, haben wir schon erwähnt vorhin, verlieren wir zurzeit oder rotten wir aus 150 Tier- und Pflanzenarten. Zweitens, täglich verlieren wir 50.000 produzieren wir 50.000 Hektar Wüste. Dritte Meldung einer ökologisch realistischen Tagesschau hätte heißen müssen heute Abend, jeden Tag verlieren wir 80 Millionen Tonnen fruchtbaren Boden. Und viertens hätten die Kollegen sagen müssen, wir emittieren jeden Tag 150 Millionen Tonnen Treibhausgase. Das ist das, was wir zurzeit täglich treiben. Sind wir noch zu retten? Naja, und dazu kommt nochmal der Flächenverbrauch, den wir täglich haben an wirklich Boden und dann landwirtschaftlichen Flächen, die wieder versiegelt werden, die für Verkehrssiedlungsflächen benutzt werden. Und an den Stellen ist der Boden tatsächlich komplett weg und damit auch die Artenvielfalt, die dort drin ist. Also es kommen halt einfach nochmal Dinge dazu. Und leider, leider gibt es diese realistischen Meldungen nicht, weil, wie man immer wieder feststellen muss, es ist, ja, es will kein Mensch hören. Es will kein Mensch wirklich vor Augen geführt bekommen, was es bedeutet. Weil es ein Zwang ist, Lösungen zu finden. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe mal im dritten Programm in einer Sendung gewagt, diese ökologische Tagesschau zu formulieren. Und wer hat protestiert? Die Kollegen der Tagesschau. Das dürfe man doch nicht. So dürfe man die Tagesschau nicht beleidigen. So läuft das. Sagen Sie, Sie üben einen Beruf aus, Sie organisieren Windräder und Windparks. Ist das ein Schritt in die Rettung? Also kurz zusammengefasst, ich war jahrelang in der Wissenschaft tätig, in der Bodenkunde und bin dann auch sehr bewusst in Richtung Energiewende gewechselt, habe mich entschieden auch, obwohl ich als Bodenschützer immer sehr aktiv war, Windräder zu bauen. Das ist was, was ja auch gerne vorgeworfen wird, Flächenverbrauch, ne? Ich brauche ja doch wieder Boden. Wir haben dort eine Energieform, die wir gesamt gesehen als Mix in der Energiewende brauchen für Deutschland und auch weltweit, weil sie sehr effektiv ist. Also wir haben einen sehr geringen Flächenverbrauch im Vergleich zu dem, was tatsächlich an Ertrag produziert wird. Und deswegen ist es ein Teil, ein kleiner Teil des Schrittes in die richtige Richtung. Absolut. Weil wir müssen am Ende wirklich überlegen, wo kommt denn die Energie her? Was tun wir der Umwelt an? Wir brauchen Energie. Richtig ist es, sie zu reduzieren, weniger zu benutzen, aber trotzdem werden wir nicht umhinkommen, irgendwann wirklich 100% aus erneuerbaren Energiequellen den Strom zu produzieren. Und das ist machbar. Also da bin ich sehr überzeugt davon. In Deutschland kann 100% erneuerbar werden und muss es auch. Und das zwar möglichst schnell. Frau Juschke, auch da gibt es einen Konflikt. Wenn ich Bioenergie auf einem Hektar anbaue, kriege ich relativ wenig Energie. Wenn ich auf derselben Fläche eine Solaranlage installiere, kriege ich schon etwas mehr Energie. Aber wenn ich ein Windrad auf einem Hektar aufstelle, kriege ich um das Hundertfache mehr Energie. Sind Sie deshalb zu den Windanlagen gegangen und nicht zu den Solaranlagen, weil Sie hier einfach effektiver Energie erzeugen können, auf der gleichen Fläche? Ja, also erstmal, ich brauche bloß einen halben Hektar für ein Windrad. Also habe ich schon mal einen halben Hektar frei, nochmal wieder für Landwirtschaft. Das Gute an dem Windrad ist, ich mache Landwirtschaft drumherum. Das heißt, es ist nicht verloren. Ja. Und letztlich, wenn es einmal nicht mehr die Energie bringt, kann es nach 20, 25 Jahren wieder abgebaut werden und ich kann es wieder hinterher nutzen. Das zum einen. Wo ich wirklich nicht so richtig dafür bin, sind diese Freiflächen-Solaranlagen, die jetzt direkt auf wirklich fruchtbaren Ackerland gebaut werden. Das finde ich ein No-Go, das geht nicht, weil Ackerland ist einfach kostbar. Dafür haben wir Dächer, man kann sehr viel auf Ställe bauen, auf Dächer bauen, man kann viel auch von mir aus auf Halden bauen, die nicht mehr anders genutzt werden können. Aber alles, was wirklich auf fruchtbaren Ackerboden geht, das geht nicht. Ich meine, auch dort gibt es Ideen und Technologien, das auf hohe Ständer zu stellen und so weiter und darunter noch Ackerbau zu betreiben. Wo das funktioniert, muss man sehen, weil es auch Abschattungseffekte bringt in Deutschland. Das kann in anderen Ländern wieder positiv sein.
Aber dennoch bin ich überzeugt davon, dass am Ende nur die Kombination aus den verschiedenen Möglichkeiten wirklich die Energiewende schaffen kann. Also wir brauchen Solar, wir brauchen auch die Biomasse, aber die Biomasse hat wirklich auch ganz, muss man sehr gut regeln, was dort an Anbau. Also es kann halt nicht damit enden, wie es momentan ist, dass Monoanbau irgendwo in massenhaft Maisfeldern, dass es Monokulturen so endet. Sind immer gegen die Natur. Monokulturen sind gegen die Natur, wobei ich den Mais überhaupt nicht verteufeln möchte. Also im Grunde ist der Mais eine sehr gute Pflanze. Der wurzelt sehr tief, der kann Boden auflockern und kann auch für Bodensanierung tatsächlich verwendet werden. Aber in der Monokultur und ohne Fruchtfolgen und ein Feld neben dem anderen funktioniert das einfach nicht. Und man muss auch sagen, aus dem Punkt Bodenerosion, Wassererosion, diese Maisfelder, die haben sehr breite Abstände, 75 Zentimeter zwischen den Reihen. Und das sind immer Ablaufbahnen für Niederschlagswasser. Es wird natürlich Unkraut freigehalten, weil Unkraut möchte man ja nicht drauf haben. Oder Ackerwildkraut, wie man besser sagt. Und insofern sind das prädestinierte Flächen für Bodenerosion. Und das ist natürlich gefährlich. In einer anderen Sendung mit Herrn Rollefeld haben wir mal eine weitere Chance für die Landwirtschaft, zweistöckig ernten, diskutiert. Mhm. Nämlich unten auf dem normalen Boden Früchte, Gemüse und so etwas. Mhm. Und dann 4, 5, 6 Meter drüber eine Solaranlage. Ist das eine Möglichkeit, die Sie auch sehen? Ich habe jetzt an zweistöckig, eher an sogar mehrstöckig, an die ganzen indigenen Anbaumethoden gedacht, ist sogar noch schöner, wo dann sozusagen am Mais oder am Zuckerrohr noch die anderen Pflanzen hochwachsen und man halt mehrfache Ernten in einer ganz hohen Diversität auf den Äckern hat. Das Ganze könnte man natürlich jetzt auch noch toppen, indem man noch höher eine Solaranlage drüber stellt. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Das kann man machen. Also in Deutschland gibt es ja auch schon Felder, wo Solaranlagen wirklich drüber sind und auch selbst die Traktoren durchfahren können. Mhm. Das ist eine gute Idee. Es kommt sicherlich darauf an, wie der Boden dort ist, wie die Niederschlagsverhältnisse sind und so weiter, weil es letztlich ja doch wieder einen Einfluss auch auf den Boden hat. Mhm. Das muss man sich genau angucken, aber das ist was man sich wirklich vorstellen kann und auch überlegen muss. Zwischendurch die ersten Fragen unserer Zuschauer. Unser Zuschauer Thomas fragt, der Weltbiodiversitätsrat sieht 50% weniger Naturleistung durch die geringe Biodiversität, die wir heute haben, und durch das Artensterben. In welchem Zeitraum ist das passiert und was bedeutet 50% weniger Naturleistung? Ja, gut, den Zeitraum, die Untersuchung, es war jetzt ja der erste Bericht, der von dem Biodiversitätsrat einen großen Überblick mit wirklich auch richtigen Fällen einmal dargestellt hat, um wirklich zu sagen, so ist es, so sieht es aus, das ist gemessen, das können wir so sagen. 50% der Ökosystemdienstleistungen, wird es genannt, bedeutet, dass das sind die Leistungen, die Ökosysteme sozusagen erbringen, Trinkwasserreinigung, Luftreinhaltung, Nahrungsproduktion und so weiter, also der ganze Nutzen, den uns die Natur bringt. Und wenn wir das natürlich um 50, und das haben sie wirklich auch so herausgefunden, dass wenn man weitermacht, beziehungsweise auch jetzt schon, dass das sehr stark nachlässt. Und das sieht man ja in der zurückgehenden Biodiversität. Also zum Beispiel im Insektensterben. Und das heißt, gefährlich an dem Report ist eben, dass ein Viertel der gesamten Fläche der EU, der landwirtschaftlichen Fläche, inzwischen von Bodenerosion betroffen ist oder von Verlusten. Und dass auch das Wasser um 15% zurückgegangen ist in dem genannten Zeitraum. Ja. Das heißt, wir haben noch durch das Absterben von Arten, durch die geringere Biodiversität, riesige ökonomische Verluste. Riesige ökonomische Verluste, ja. Kann man das in Zahlen nennen? Wie viel Verluste sind das pro Jahr in einem Land wie dem unseren in Deutschland? Also ich habe da mal irgendwas gehört, mehrere hundert Milliarden. Ja, also auf jeden Fall in die Milliarden geht das und wahrscheinlich auch sogar weit in die Milliarden. Ob das jetzt die Zahl nur für Deutschland gilt, weiß ich nicht. Ja. Ich weiß, dass es EU-weit im Sinne der Bodendegradation und Bodenverlust, Erosion auch auf über eine Milliarde kommt, Euro pro Jahr. Würde man das alles hochrechnen, was dieser Verlust bedeutet. Und es ist ja in dem Fall nur der Bodenerosion oder der Landdegradationsverlust, aber es ist noch nicht der Ökosystemdienstleistungsverlust. Ne? Das sind eigentlich Dinge, die sind kaum messbar, weil sie so komplex sind, kann man sie gar nicht richtig darstellen. Aber letztlich gibt es
einige Sequenzen, sag ich mal, wie Bestäubungsleistungen, die man wirklich nachher in verringerter Produktion von Systemen, also zum Beispiel Erdbeerpflanzen, Erdbeerplantagen, wirklich ausrechnen kann. Ich finde auch wichtig, überhaupt ins Bewusstsein zu heben, dass Blätter Photosynthese betreiben, dass ein Wald Sauerstoff produziert, den wir dringend zum Leben brauchen. Für uns ist es alles selbstverständlich, es ist aber nicht selbstverständlich, wie wir jetzt gerade feststellen. Vielleicht helfen uns die Dieselverbote jetzt, dass wir darüber nachdenken, was stellen wir denn mit dem herkömmlichen Verkehr und für unsere Gesundheit an. Ja, da ist die Frage, ob Verbote da immer helfen. Ich finde es dann eher wichtiger, dass man wirklich ein Bewusstsein schafft. Weil ich glaube, letztlich mangelt es der Gesellschaft an Bewusstsein für diese kleinen Dinge. An Bewusstsein, wirklich mal die Kinder auch zu nehmen und sagen, hier grabt ein Loch, nehmt einen Spaten, wir gucken uns mal zusammen das an, was kommt dort vor? Wie ist das strukturiert? Wie sieht ein Boden überhaupt aus? Wer weiß das schon? Also ich habe auch meinen Kindern bin ich mit der dritten Klasse rausgegangen und gesagt, hier ist der Bohrstock. Die Jungs hatten einen heiden Spaß, dort mit diesem großen Hammer auf den Bohrstock zu hauen. Und wirklich auch mit dem Spaten einmal reingeschaut und geschaut, hier sind die Regenwurmgänge. Hier sieht man, ne, also diese Bedeutung erstmal und auch diese Struktur eines Bodens zu sehen und den Wert zu erkennen, dass daran mangelt es. Und welche Schulen machen das? Wäre es eine Idee, Ökopädagogik an Schulen einzuführen als Fach? Das wäre eigentlich sogar total wichtig, weil nur so lernen ja Kinder das Bewusstsein dafür. Wie ist das? In einer Handvoll Erde, habe ich mal gelesen, leben mehr Lebewesen als Menschen auf der ganzen Welt leben. In einer Handvoll Erde können wir uns kaum vorstellen. Das kann man sich auch nicht vorstellen, genau. Also in einem Teelöffel, das wäre jetzt noch etwas weniger wie eine Handvoll, also eine Babyhandvoll, haben wir über 1 Million Bakterien drin, 120.000 Arten von Pilzen. Viele Algen, sehr viele Algenarten. Also es sind unvorstellbare Größenordnungen an Lebewesen, die dort vorkommen. Und letztlich ist so eine Handvoll Erde oder so ein Teelöffel für Erde unglaublich schnell weg. Also durch Erosion, durch Wasser, durch Wind, einfach durch Verbau, durch Straßenbau, Straße drüber gebaut, damit ist alles tot. An dem, was Sie sagen, lernt man, wie alles mit allem zusammenhängen, das Große mit dem Kleinsten und das Kleinste mit dem Großen. Unser nächster Zuschauer, Stefan Mistermann, will wissen, wie viel Plastik wird eigentlich in Deutschland recycelt bzw. verbrannt, also dass sie nicht im Meer oder dass das Plastik nicht im Meer oder in der Erde landen kann. Wie viel wird recycelt? Weiß das jemand von euch beiden? Ich weiß jetzt nur, dass China ja vor kurzem die Verträge mit Deutschland gekündigt hat und gesagt hat, wir sind nicht mehr die Müllhalde für Deutschland. Ja. Ihr müsst jetzt selber sehen, wie ihr mit eurem Plastikmüll in Deutschland klarkommt. Und Deutschland jetzt ein Riesenproblem hat, weil sie auf diese Mengen im Recyclingprozess nicht eingestellt waren. Das sieht man mal wieder, das bisherige, frühere dritte Weltland ist in diesen Fragen schon bewusster und wahrscheinlich weiter als wir. Wir haben das Problem ausgelagert durch Export von Müll und jetzt ist es uns zurück auf die Füße gefallen, weil die Chinesen sagen, so nicht mehr. Ich habe mal gehört, dass Helmut Kohl, das hat mir der Dalai Lama erzählt, dass Helmut Kohl in China mal darüber verhandelt hat, ob man deutschen Atommüll in Tibet lagern könnte. Also da sieht man, was wir alles versuchen, um das loszuwerden, mit dem wir selber nicht fertig werden. Es ist nach wie vor so, dass Computer, elektronische Hardware in afrikanischen Dämonien landet und dort eben auch das Klima, die Umwelt zerstört. Die Mitwelt, würde ich sagen. Wenn ich das, was Sie gesagt haben, richtig verstehe, heißt das, wir brauchen eine Wirtschaft, die mit der Natur rechnet und nicht mehr gegen die Natur arbeitet. Das würde aber doch sicher entschieden höhere Preise bedeuten, wenn wir die Naturleistung mitbezahlen müssten. Gibt es da Berechnungen, gibt es da Vorstellungen, also CO2-Steuer wird da diskutiert und so etwas? Naja, es wird leider nur viel andiskutiert. Aber es ist nicht so, dass es damit ernst gemeint ist. Zumindest hat man nicht das Gefühl, dass es jetzt momentan in der Regierung irgendeine Präsenz hätte, dieses Thema, obwohl es ja sehr brisant ist. Da geht es besser um Personalfragen oder um andere Dinge. Aber gerade jetzt wirklich sich mal Gedanken zu machen, wir hatten jetzt auch mal von der Kerosinsteuer gehört, überhaupt die CO2-Sache, es wird nicht ernsthaft diskutiert. Und das ist das eigentliche Problem. Es gibt gute Ideen und es ist mit Sicherheit auch was zu machen. Letztlich denke ich, dass es nicht teurer wird, sondern es ist ein anderes Bewusstsein. Und, es wird uns teurer, wenn wir es nicht machen, wahrscheinlich langfristig. Es wird uns viel teurer, wenn wir es nicht machen. Die Reparatur wird teurer als das Vorbeugen. Genau. Es ist ja bezeichnend, dass die beiden Väter sozusagen vom Klimawandel jetzt mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurden
Und das sind zwei ganz starke Verfechter einer CO2-Steuer, weil sie sagen, wir kommen nicht drum rum. Wenn wir der Mitwelt eine Chance geben wollen, müssen wir die fossilen und die schmutzigen Energien mit CO2-Steuer bepreisen und eben die ökologischen entsprechend günstig machen. Herr Wollefeld, Sie wohnen in Bayern. Ist es ein Fortschritt, dass bei den jetzigen Koalitionsverhandlungen in Bayern zwischen der CSU und den Freien Wählern Umweltschutz plötzlich so weit oben steht, dass es in die bayerische Verfassung kommt? Oder Klimaschutz, glaube ich sogar. Klimaschutz. Gut, Herr Aiwanger als Chef der Freien Wähler ist selbst Landwirt. Er kennt die Problematik und die Sorgen und Nöte, auch jetzt gerade in diesem trockensten Sommer, den wir je hatten in Deutschland. Ja. Nebenbei auch der Rhein hat es Riesenprobleme. Jetzt bei der Lorelei waren es noch 24 Zentimeter unter dem Kiel. Da konnten die Schiffe nicht mehr fahren. Und auch das hat ja Riesenauswirkungen gehabt. Aber zurück zu Bayern. Ich sehe es im Moment noch nicht. Es gibt zwar jetzt in der Verfassung oder im Koalitionsvertrag genauer eine Passage, dass ich glaube noch 5 Fußballfelder pro Tag an Fläche verbraucht werden dürfen. Das war in Bayern? In Bayern, in Bayern. Wie viel waren das bisher? Es war nicht begrenzt. Die Grünen haben das immer gefordert, dass es auf 5 begrenzt wird, was ich immer noch pro Tag 5 Fußballfelder eine Riesenfläche finde. Und in ganz Deutschland dann mal kann man sich vorstellen. Oder so etwas. Ne? Ja. Und die Lebensräume von Tieren werden natürlich dadurch immer kleiner. Also Bewusstseinswandel ist wichtig, aber dass die Politik dann entsprechend handelt, ist vermutlich noch wichtiger. Haben Sie Hoffnung, dass da etwas wirklich passiert? Kerosinsteuer haben Sie genannt, CO2-Steuer haben wir genannt, Umweltschutz oder Klimaschutz in die Verfassung. Aber damit ist ja noch nichts wirklich passiert. Da hat sich noch nichts wirklich geändert. Es ist wie beim Klimaabkommen in Paris. Da haben 195 Regierungen unterschrieben, außer Herrn Trump, der will wieder raus, aber alle anderen haben unterschrieben. Wir machen jetzt mindestens, eine Entkarbonisierung bis zum Jahr 2050. Und das heißt, das Klima darf nicht mehr als 1,5 oder 2%, wir haben darüber diskutiert, ansteigen. Aber die entsprechenden Handlungen fehlen bisher. Also das Bewusstsein ist zwar bei den Regierungen angekommen, dass sie fordern, aber die Handlungen stehen immer noch aus. Naja. Was können wir denn tun? Das ist auch sehr schwer. Also das merkt man ja, merkt wahrscheinlich jeder auch persönlich an sich, sag mal, dass man das System versteht und dass man sich bewusst ist, dass man eigentlich das nicht dürfte und das nicht dürfte und das nicht dürfte und dann aber sich trotzdem heimlich erwischt, weil wir in so einer Art Komfortzone leben. Also jeder Mensch oder ist wahrscheinlich von seiner Einstellung grundlegend so, dass es gerne gemütlich hat, warm hat und so weiter. Und sich darauf einzustellen, dort einen Schritt zurückzugehen, einen Schritt zum Ursprung und vielleicht doch nur ein Zimmer zu heizen oder vielleicht doch irgendwo zu überlegen, nee, da fahre ich lieber mit dem Fahrrad hin oder ich esse jetzt mal kein Fleisch, ne? Sondern ich verzichte komplett. Das ist bei jedem Einzelnen das Problem und ich denke, das ist auch bei der Regierung im Großen das Problem, diesen Schritt zu wagen, jetzt doch einfach umzuschalten, diesen Transformationsprozess zu beginnen. Das heißt, wenn Sie das Fleisch jetzt angesprochen haben, das würde ich als erste Maßnahme auch, Verbot von Massentierhaltung. Auch der Begriff Nutztier, das ist für mich ein Begriff, der im No-Go ist, weil das maßen wir uns an, dass diese Tiere uns zu nutzen haben, indem wir sie töten dürfen. Was ist das für ein Denken? Und dann noch in Stellen mit 10.000 Schweinen, mit vollgestopft mit Pharmazeutika, die wir dann wieder zu uns nehmen und unser Leben dadurch noch schlechter wird. Das kann es nicht sein. Deswegen Verbot von Massentierhaltung. Das hätte auch wieder positive Folgen für Nitratwerte in den Böden, bessere Wasserwerte, Biogasanlagen. Und würde weniger Fleischkonsum bedeuten, was wieder unsere Gesundheit zugute käme. Auch Das heißt, Frau Jischke, wenn ich das so zu Ende denke, was Sie sagen, dann helfen uns nur Katastrophen zum Aufwachen. Denn wir sehen ja, also wir diskutieren jetzt seit Jahrzehnten über Klimaschutz und Umweltschutz und Klimaerhitzung. Heißzeit, sagen die Forscher jetzt seit diesem Sommer, durch den Hitzesommer und durch die Katastrophen weltweit. In Italien sehen wir die Überschwemmungen, viele Tote. Also offenbar helfen uns nur oder das Abwählen der alten Parteien. Dass die Grünen plötzlich einen solchen Höhenflug haben, ist doch kein Zufall nach diesem Hitzesommer, oder? Schlägt da das Bewusstsein bereits, zumindest bei den Wählerinnen und Wählern, in entsprechendes Wahlverhalten um? Und nur dann wird sich auch die Politik ändern. Ja. Sehe ich diesen Zusammenhang richtig aus Ihrer Sicht? Zuerst einmal die Katastrophen.
ich finde, wir haben ja eine ganze Reihe Katastrophen. Es ist ja nicht so, dass es an Katastrophen mangeln würde. Ne? In Amerika kommt ständig ein Hurrikan vorbei, der alles Mögliche zerstört. In Italien war es jetzt ganz schlimm. Es gibt überall Katastrophen, die alle letztlich genau auf dem Klimawandelphänomen fußen. Ja. Insofern mangelt es uns nicht an Katastrophen, sondern es mangelt daran, daraus zu lernen. Und genau da liegt der Punkt. Und ja gut, die Regierung abwehren, ich sag mal, ich für mich fände das ganz großartig, wenn die Menschen wirklich dieses Umdenken haben und das Ganze auch politisch umsetzen und tatsächlich Parteien wählen, die dafür einstehen, den Transformationsprozess und die Veränderung und die Energiewende, das wirklich voranzutreiben, das, was wir in den nächsten 10 Jahren tatsächlich brauchen. Momentan sehe ich es noch nicht so richtig. Also die Grünen machen schon viel. Es gibt auch innerhalb der Linken, es gibt innerhalb der SPD auch einzelne Leute, die da sehr gute Arbeit leisten. Momentan sehe ich aber noch so stark verankert, dass gerade in der Politik der Einfluss der fossilen Energien als Lobbyisten, als Berater, es steckt noch alles so tief drin. Und das ist nicht nur im Energiethema, es ist auch beim Bodenthema das Gleiche. Also ich bin immer noch recht aktiv, was den Bodenschutz angeht. Und selbst dort sind immer wieder die Diskussionen in unserem Bundesverband Boden, dass das Bewusstsein immer noch nicht nach Berlin dringt, dass es nicht klar wird, dass der Boden doch das Wichtigste ist, also das Wichtigste, sage ich jetzt mal als Bodenschützler, das Wichtigste ist, was wir haben und dass genau diese Vielfalt dort zu erhalten und die Strukturen zu erhalten, trotzdem natürlich landwirtschaftlich zu nutzen, ich sage mal, wir müssen uns ernähren, aber das in einem sinnvollen Rahmen zu tun, dieses Bewusstsein, das kommt nicht an und das wünsche ich mir von der Politik, weil genau das, diese Rahmenbedingungen müssen dafür gegeben werden. In der Politik gilt Boden als der letzte Dreck. Genau. Eigentlich. Das heißt, wir müssen lernen, dass wir keine Überlebenschance haben. Mhm. Wenn wir diese 25% auf unserer Erde nicht besser schützen, wir leben ja von 25 Zentimeter etwa. Zentimeter. Von 25 Zentimeter, wenn wir das nicht besser schützen, als das bisher der Fall ist. Mhm. Und das alles versiegeln und zubetonieren. Naja, und der Wind- und der Wassererosion auch. Also diese Winderosion dieses Jahr, die hat mich wirklich, war sehr, sehr traurig. Jedes Mal, wenn man natürlich durch die Straßen fährt im ländlichen Raum, es war ja nun mal trocken. Und es war teilweise sehr windig und es flogen wirklich der ganze fruchtbare Ackerboden, der flog um einen drum rum. Und die Landwirtschaftsmaschinen sind trotzdem gefahren und haben trotzdem alles aufgewirbelt. Und ich muss sagen, ich war da sehr traurig drüber, wenn man das so als Bodenkundler sieht. Sie haben ja nach den Katastrophen gefragt. Diesen Sommer hat Schlagzeilen gemacht, dass das letzte Breitmaulnashorn in Afrika gestorben ist und damit die ganze Art ausgestorben ist. Ja. Es hat Schlagzeilen gemacht, dass ein Eisbär erschossen wurde, weil ein Kreuzfahrtschiff dort anlanden wollte und ein Mitarbeiter des Kreuzfahrtunternehmens vorab geguckt hat, wird es gefährlich, wenn da ein Eisbär ist, können die an Land. Und weil er angegriffen wurde, hat er das Tier erlegt. Hm. Und die wichtigste Frage, die sich danach für mich gestellt hat, was haben dort überhaupt Touristen zu suchen? In diesen letzten Reservaten, wo noch ein paar Eisbären leben, in einer Antarktis, die jetzt gerade massiv am Zurückgehen ist, wo sich Skandinavien gerade am Heben ist, weil durch das Packeis, was vorher da war, ist der Druck auf die Landmasse vorher größer gewesen. Mhm. Das heißt, ganz Skandinavien, gerade im Norden, werden ein paar Häfen jetzt höher gelegt und müssen neu gebaut werden, weil die Schiffe nicht mehr anlanden. Auch das alles Folgen unseres Lebensstils, die wir im Moment nicht bedenken. Das erste Containerschiff, was die Nordroute an Grönland vorbeigenommen hat und nicht mehr durch den Panama-Kanal fährt, um die USA und Los Angeles zu erreichen, sondern obenrum fährt über die Beringsee. Das sind alles Dinge, die völlig neue Dimensionen haben, aber für unsere Mitwelt gravierend Auswirkungen. Wir haben mal Klimaforscher und Gletscherforscher in Grönland erklärt, dass das Eis, das grönländische Eis heute, dreimal schneller schmilzt, als sie das noch vor 10 Jahren befürchtet haben. Das hat auch dramatische Auswirkungen auf Länder wie Bangladesch oder jeder dritte Afrikaner lebt an der Küste und dann wundern wir uns, dass die Flüchtlinge kommen. Ich meine, die Verursacher sitzen ja hier. Mhm. Ich glaube, hinter allem steht, dass wir vergessen haben, ein geistiges Gesetz, auf das uns alle Großen, Buddha, Jesus, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, mal aufmerksam gemacht haben. Du kannst nur ernten, was du säst. Ich glaube, wer Arten zerstört, wer Biodiversität nicht achtet, darf sich nicht wundern,
wenn dann die Hungerflüchtlinge eines Tages zu uns kommen, wer das Klima zerstört, bekommt Klimaflüchtlinge. Wer Waffen exportiert, bekommt Kriegsflüchtlinge. Das haben wir erlebt. Und ich will an Sie, Herr Ronnefeld, mal die Frage stellen. Wir haben ja im Jahre 2015, als 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland kamen, so getan, als ginge die Welt unter, als könnten 82 Millionen Reiche nicht mit 1 Million Flüchtlinge fertig werden. Die Kanzlerin hat zum Glück gesagt, wir schaffen das. Aber künftig kommen ja weit mehr Klimaflüchtlinge als Kriegsflüchtlinge. Und ein fundamentaler Unterschied ist in der ganzen Diskussion bisher außer Acht gelassen worden. Kriegsflüchtlinge können irgendwann, häufig zumindest, zurück, weil Kriege irgendwann zu Ende sind. Wohin sollen denn die Klimaflüchtlinge? Klima ist nicht ein Problem für ein Land, Syrien, Afghanistan oder so, sondern Klima ist ein Problem für die ganze Welt. Und die Welt ist rund und irgendwann landen wir alle an einer Stelle, wo es vielleicht noch Überlebenschancen gibt und sonst gibt es keine weiteren mehr. Ich glaube, diesen Unterschied zwischen Klima, den bisherigen Kriegsflüchtlingen und den künftigen Klimaflüchtlingen müssen wir uns erst recht ins Bewusstsein rufen. Und vielleicht reichen dann die Flüchtlingskatastrophen aus, um aufzuwachen, wenn wir die Flüchtlinge halt nicht mehr aufnehmen können hier. Die Dinge hängen ja unmittelbar miteinander zusammen. Also Syrien, wo ich auch gewesen bin, da hat es eine Klimakatastrophe gegeben, die im Jahre 2009 und 2010 maßgeblich den Krieg dort, der 2011 ja losging, befördert hat. Vielleicht der erste Klimakrieg. Weil Hunderttausende von Klimaflüchtlingen von der syrisch-türkischen Grenze weggezogen sind, sich in den Ballungsräumen Aleppo, Damaskus niedergelassen haben, ihre Tiere verendet sind, weil sie kein Wasser mehr hatten und dann natürlich unzufrieden waren, auch von der Zentralregierung, die nochmal 500.000 Flüchtlinge vorher ja aus Irak aufgenommen hatte, nach dem Krieg von George Bush gegen Saddam Hussein. Und diese Dinge haben sich so befördert, dass jetzt wirklich die gesamte Umwelt drunter gelitten hat und Menschen nicht mehr leben konnten. Und wenn sie nicht mehr leben können, dann machen sie sich auf den Weg. Genau, und dann werden sie nicht zurückkehren. Und dann werden sie nicht zurückkehren. Unser Zuschauer Hans Leo fragt, was passiert, wenn die Naturleistung weiter in Europa nachlässt? Frau Jeschke. Dann sind wir genau bei dem Effekt, dass die ganzen Europäer dann auf die Apfelbäume klettern können und bestäuben, zum Beispiel. No. Also ein Beispiel, ja. Ein Beispiel, und es gibt dann noch sehr, sehr viele Beispiele. Trinkwasserqualität wird nachlassen, weil die Reinigungskraft des Bodens nachlassen wird. Das Trinkwasser ja, herstellt oder das durchfiltrieren lässt und es reinigt. Dann wird es halt sehr viele Probleme in der Landwirtschaft geben, ne, weil das Insektensterben ist schon stark. Es wird ja auch noch weiter, es ist ja nicht zu Ende, es werden ja weiter auch Spritzmittel verwendet, es werden weiter die gleichen Methoden angewandt in der Landwirtschaft. Ist die Landwirtschaft jetzt nicht so, das Hauptproblem beim Artensterben? Es ist ein sehr großes Problem mit, weil Landwirtschaft heutzutage leider sehr industrialisiert ist. Also ich bin wirklich ein Freund der Landwirtschaft und ich freue mich über jeden Landwirt, von mir aus auch einen großen Großlandwirt mit viel Hektar, der aber weiß, dass sein Boden wertvoll ist und er auch weiß, dass er genau diese Kraft des Bodens braucht, dass er einen fruchtbaren Boden braucht, um wirklich Landwirtschaft gut zu betreiben. Und solche Landwirte brauchen wir viel mehr. Und da brauchen wir auch diesen Bewusstseinswandel bei den Landwirten, um zu sagen, okay, ja, vielleicht, ja, man muss nicht spritzen, es gibt viele Methoden, ne? Aber jeder muss für sein Feld und seinen spezifischen Boden seine Methode finden und sicherstellen und auch immer mal wieder nachgucken, immer mal wieder runterkommen von dem großen Traktor, sich einen Spaten nehmen und immer mal wieder reingucken und sagen, ja, ist noch alles okay oder ich muss meine Bewirtschaftungsweise anpassen. Aber solche Landwirte, die sind einfach Gold wert, weil die genau das einschätzen können. Und leider die Politiker, wie unser früherer Landwirtschaftsminister in Bayern, abzuwählen, der dann für Glyphosat und gestimmt hat, was alle anderen eigentlich nicht mehr wollten. Ja, also es ist ja nachweislich so, dass die Insekten dadurch sterben. Mir hat jetzt jemand aus dem Dorf erzählt, das fand ich sehr beeindruckend, die hatten früher vielleicht vor 10, 15 Jahren unheimlich viele Katzen. Die haben sehr abgeschieden gewohnt im Dorf, drumherum alles landwirtschaftliche Flächen. Die hatten immer viele Katzen. Die haben sich immer wohlgefühlt. Und seit den letzten 2, 3 Jahren sterben die Katzen. Die haben Leberschäden,
Die, es sind nur noch 3-4 Katzen da, denen geht es nicht gut, weil die durch die landwirtschaftlichen Flächen streichen und weil sie sich natürlich am ganzen Fell lecken. Und dann einfach diese Schadstoffe aufnehmen und die Katzen krank werden. Und das fand ich beeindruckend. Das war einfach eine Frau aus dem Dorf, die hat mir das erzählt. Und ich dachte, ja, genau da sind die Probleme, weil es sind natürlich nicht nur die Katzen. Das machen die Feldhasen, das machen die Rehe, alle rennen irgendwo durchs Feld und bekommen das ab und sind kontaminiert. Und ich meine, wenn es so weit ist, dann muss man sich doch wirklich überlegen, ob das Zukunft sein kann. Ob das Zukunft sein kann und ob das die Landwirtschaft ist, weil es war früher nicht so. Das heißt, die Zukunft ist doch das Gegenteil, genau, wenn ich bewundere diesen jungen Mann, der im Meer Barrieren errichtet hat, um das Plastik abzuschöpfen und damit auch erste Hunderte von Quadratmetern, Hektaren abgefischt hat. Wer sagt, natürlich ist es eine Sisyphus-Arbeit, aber das ist ein Start-up-Unternehmen, wo ich sage, Leute, investiert rein. Macht Aufforstung in Afrika. Lasst nicht zu, dass jetzt der neue rechtsgerichtete Präsident in Brasilien weiter den Urwald abholzt, was er angekündigt hat, um Devisen ins Land zu bringen. Das ist auch unsere Lunge. Das werden wir auch in Europa sogar spüren, nicht nur die Menschen in Brasilien, wenn jetzt weiter dort das heißt, Biodiversität auch Landwirte müssen lernen, was die gesamte Wirtschaft lernen muss, nämlich längerfristig zu denken und längerfristig zu planen. Die Landwirtschaft macht ja das kaputt, wovon sie lebt heute, wenn sie also zu viel spritzt und zu viel Pestizide ausbringt und so. Unser Zuschauer Bert fragt, ist es aus Sicht von Frau Dr. Jüschke noch vertretbar, dass deutsche Parteien noch immer vom Flächenverbrauchsziel sprechen, statt vom notwendigen Flächengewinnziel? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, es ist tatsächlich so, die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sieht vor, bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag Flächenverbrauch zu kommen. Und das ist genau der Punkt. Im Grunde ist das viel zu wenig. Wir müssen auf null und wir müssen viel intensiver auch schauen, wo sind denn schon Flächen genutzt? Also Bau innerhalb der Städte. Es gibt so viele Brachflächen in Städten drinne, so viele Ruinen. Es gibt auch im Außenbereich so viele Flächen, die sind einfach versiegelt, die werden aber nicht mehr genutzt. Es wurden vielfach große Einkaufszentren oder irgendwelche großen Fabriken auf die Landwirtschaftsfläche gebaut, gerade nach der Wende in den östlichen Bundesländern. Und diese Flächen, die stehen teilweise heute leer. Das sind riesige Hallen, die sind leer und die müssen umgenutzt werden oder zurückgebaut werden. Aber das ist der Punkt. Also wir müssen eigentlich wirklich wegkommen von dieser Diskussion um Flächenverbrauch. Erstmal wäre es schön, wenn wir auch dort landen 2020 bei 30 Hektar. Davon sind wir weit entfernt. Ich weiß nicht, wir sind vielleicht bei 90, 100 Hektar pro Tag. Das ist viel zu viel. Aber es wird vorrangig für Siedlungen, für Eigenheimsiedlungen außerhalb von Ballungsräumen und für die Straßen verwendet. Sagen Sie, kann die Landwirtschaft vielleicht von der Forstwirtschaft lernen? Vor 300 Jahren gab es mal einen klugen deutschen Bergbauer und Förster, der hieß Karl von Carlowitz. Und der hat gesagt, wir müssen lernen, nur so viel Wald abzuholzen, wie wieder nachwächst. Zumindest quantitativ haben wir das geschafft. Wir haben heute etwa 10% mehr Wald als noch vor 25 Jahren. Also man sieht, es geht, wenn es wirklich gewollt ist. Im gesamten deutschsprachigen Raum ist die Waldbewirtschaftung nachhaltig. Wie gesagt, zumindest quantitativ noch nicht immer vielfältig genug, aber nachhaltig. Baden-Badener Förster haben mir mal erzählt, durch den Sturm Lothar, Weihnachten 1999, knapp vor 2000, vor bald 20 Jahren, hatten wir den Sturm Lothar und dort, wo Monowald war, Monokultur war im Wald, hat es fast alles weggehauen. Dort, wo Polykultur, wo Vielfalt war, ist viel weniger passiert. Also es hat sich auch ökonomisch gelohnt, nachhaltig Waldwirtschaft zu betreiben. So etwas Ähnliches muss die Landwirtschaft und die gesamte Wirtschaft lernen. Denn der Ressourcenverbrauch, über den wir in dieser Sendung auch schon mal diskutiert haben, ist ja so enorm, dass man absehen kann, wann die Ressourcen, von denen wir alle leben, heute zu Ende gehen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Städte das Problem sind, weil es kann ja nicht sein, dass die Städte noch mehr verdichtet werden. Während auf Dörfern, ich habe 17 Jahre im Hunsrück gelebt, in einem kleinen Dorf, wo mehrere Häuser leer standen. Und ich sehe mit Zuversicht und Freude, dass immer mehr Menschen sagen, gibt es denn nicht auch auf dem Land eine hohe Lebensqualität? Ich stehe dort nicht eine Stunde im Stau, bis ich zur Arbeit gehe, oder ich komme aus der Nähe von München, aus einer Stadt jetzt inzwischen, aber da stehen im Schnitt die Münchner 207 Stunden im Jahr im Stau,
was das an Lebensqualität und Lebenszeit ist. Die haben mehr Stau als Zeit für den Sex, ne? Ich wollte ein Plädoyer. Was ist das für eine Lebensqualität, frage ich mich auch, ja. Ich wollte ein Plädoyer fürs ländliche Leben noch einmal halten, weil ich auch Designer kenne, Grafiker, die sagen, ich brauche mein Büro nicht in München, ich kann das auf dem platten Land irgendwo haben. Da habe ich gute Luft, ich habe meine Ruhe, ich habe einen kurzen Anfahrtsweg, ich habe alles, Hauptsache ich habe auch einen Internetanschluss, klar, das bräuchte ich. Aber ich glaube, dass das Bewusstsein dafür, dass die Städte, die großen Städte Teil des Problems sind, auch bei der Diversität, und dass es mehr Entwicklungschancen für den ländlichen Raum bräuchte, um dort leerstehenden Wohnraum wieder voranzubringen, Anreize zu schaffen, das fände ich auch einen wichtigen Ansatzpunkt. Ein Aspekt unserer Sendung heißt ja, wie werden wir alle Teil der Lösung und nicht nur, dass wir Teil des Problems bleiben. Also unsere Zuschauer sind sehr aktiv und diskutieren mit, finde ich schön, vielen Dank. Klaus Wölk fragt, wäre der erste Schritt Umstellung von Produktion, von Wachstum auf Bedarf? Frau Jüschke. Ja, das ist sehr gut. Letztlich ist es halt unheimlich schwierig in so einer globalisierten Welt. Wir leben ja, die ganzen Handelsketten arbeiten globalisiert. Das heißt, die Produktion der Produkte findet ja in weit entfernten Ökosystemen statt. Es wird alles hierher gekommen, hergekarrt und hier verbraucht. Und letztlich ist es ja schon absolut verrückt zu sehen, warum müssen wir Äpfel aus Neuseeland einführen? Wir haben selber Äpfel, ne? Und warum muss man auch die Erdbeeren im Winter essen? Eigentlich ist der Punkt dahinter, dass mein Bedarf sogar saisonal ist, dass ich sogar sage, okay, das, was jetzt zu der Jahreszeit in meiner Region wächst, das kann ich gut und gerne in Massen verbrauchen, aber halt zu der Zeit. Das finde ich auch wichtig, weil es dann ja wertgeschöpft wird. Ja, also ich kann ja das, ich habe ja dann den Wert und ich freue mich ja, das ist das Gleiche wie jedes Jahr im Mai oder im April, wenn es anfängt, den Spargel zu geben. Ne? Wenn man Spargel sticht, dann sagt man, das ist Saisongemüse, da freue ich mich drauf. Warum dann nicht auch mit Äpfeln? Warum dann nicht auch mit dem Ganzen? Warum dann nicht im Winter auch auf Kohl freuen? Ne? Das sind ja nur eigentlich so die Grundlagen, die es ja jetzt hier immer schon gab. Und das ist ja der Bedarf. Aber der Bedarf, da ist es eben auch wichtig, dass ich sage, ich bedarf keinen Erdbeeren im Winter. Ne? Ich verzichte darauf, ich freue mich, wenn die Erdbeerzeit kommt. Oder ich nehme halt das zu dem Moment. Und das Problem ist ja heutzutage, oder das große Problem, dass einfach diese Wegwerfgesellschaft herrscht. Es wird viel zu viel verbraucht und viel zu viel weggeworfen von dem, weil es schlecht wird, weil die Haushalte viel zu klein sind, die Verpackungen viel zu groß und so weiter. Also es ist unglaublich, was eigentlich von dem, was produziert wird, weggeworfen wird. Und nicht nur, was hier produziert wird, sondern auch auf der ganzen Welt und dann noch hergekarrt wird und so weiter. Da können wir so viel Energie sparen, so viel Zeit und so viel Ressourcen sparen. Das ist unfassbar, wenn man das mal hochrechnet. Also regionale Bedarfsdeckung hieße ja auch, das Geld bleibt in der Region, wenn die Produkte aus der Region kommen und die Arbeitsplätze, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn ich mich natürlich regional ernähre, das entstehen genau in der Region. Ja. Das wäre also sicherlich eine neue Art zu wirtschaften. Deshalb fragt Klaus Wölk, der diese Frage gestellt hat, von Wachstum auf Bedarf. Im Bereich erneuerbare Energien ist ja dasselbe. Dort haben wir keinen Verbrauch mehr. Wenn ich die Sonne nutze, verbrauche ich sie nicht. Ich nutze sie nur und decke damit meinen Bedarf. Wenn alle Häuser dieser Welt Solaranlagen haben, juckt das die Sonne überhaupt nicht. Die Sonne scheint trotzdem weiter. Bisher Kohle, Gas, Öl, Benzin, Uran, war alles weg. Wir verbrennen heute an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl oder auch Benzin, wie die Natur in einer Million Tagen angesammelt hat. Das kann niemals nachhaltig sein, das kann niemals langfristig unsere Bedürfnisse decken. Oder wenn ich den Wind nutze, habe ich hier ein Windrad, hier ein Windrad und hier ein Windrad und derselbe Wind treibt dann Ihre Windräder, Frau Jüschke, an. Der Wind wird nicht verbraucht. Wird nicht leer. Wasser, wenn ich Wasser nutze, wir haben immer gleich viel Wasser auf dieser Erde, Wasserkreisläufe, da hat die Natur dafür gesorgt. Das wird nicht mehr verbraucht. Es wird nur noch gebraucht. Welch ein fundamentaler Unterschied, wenn wir lernen, nichts mehr zu verbrauchen, sondern nur noch intelligent zu gebrauchen. Es ist eine Frage von Intelligenz, nicht von Opfer oder Askese, da gebe ich Ihnen völlig recht, sondern eine Frage von ein ganz kleines bisschen mehr Intelligenz. Und dann können alle Menschen gut leben. Ja. An dem Punkt waren unsere Altvorderen schon mal klüger.
Vor 1000 Jahren, als in Oxford die Universität gebaut wurde, bekam der Speisesaal eine Eichenbalkendecke. Und dann haben die damaligen Architekten und Baumeister Setzlinge von Eichen gesetzt, damit in 1000 Jahren so viel Holz zur Verfügung ist, wenn die ersten morsch werden, damit sie repariert werden können. Das nenne ich nachher. Ich kenne heutige Architekten, Herr Ronnefeld, die suchen sich altes Holzmaterial aus mittelalterlichen Hölzern und sagen, damit bauen wir heute moderne Häuser. Denn Eisen rostet, Holz altert und wächst wieder nach. Das ist ein fundamentaler Unterschied beim Baumaterial zum Beispiel. Aber wir müssen ja auch eine Bauwende dazu. Eine Energiewende gehört eine Bauwende, genauso wie eine Verkehrswende. Bisher haben wir ein bisschen Stromwende gemacht, also 40% ist ja nicht so schlecht, wenn wir mal bei 5% angefangen haben im Jahr 2000. Also jetzt auf 40 ist schon ganz gut, aber in der Verkehrswende sind wir überhaupt nicht weitergekommen, in der Wärmewende auch nicht und in der Bauwende ist auch nicht allzu viel passiert. Nicht? Sehe ich das richtig? Ja, und ich glaube, das alles spielt auch eine Rolle, wenn ich an den Artenschutz denke. Denn Klimazerstörung bedeutet auch Artenzerstörung. Man könnte vielleicht auf die drei Begriffe reduzieren, wiederbenutzen und recyceln reduzieren. Weil da ist verdichtet, so wie wir leben könnten, wenn auch die Tiere eine Chance haben sollten. Jetzt wird Englisch, reduce, reuse and recycle, drei R's. Sie verstehen gleich, warum ich lache jetzt. Die Frage musste kommen. Jeanette Ross oder Rossas, ich kann es nicht genau lesen. Also Thema Fleisch an uns drei. Wer von den dreien hier isst noch Fleisch? Warum wird auch nicht auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Fleischproduktion extrem viel Ressourcen verbraucht und unser Grundwasser verseucht? Also, wie ist das mit dem Fleisch? Fangen wir mit Ihnen an. Ja, also ich bekenne mich, ich esse sehr gerne Fleisch, aber ich esse halt kein Fleisch mehr, schon seit vielen Jahren jetzt, wo ich nicht weiß, wo das herkommt. Also ich sag mal, ich esse sehr wenig und am liebsten das von der eigenen, aus dem eigenen Hof. Also sprich die Kaninchen oder Hühner oder wir haben Schafe. Ja. Also das ist wirklich wunderbar und das schmeckt man auch, wenn ich weiß, wo das herkommt, dass das vernünftig auch gelebt hat, dass es weiden durfte, dass einfach unsere Rasenmäher echte Mäher sind. Ne, die haben vorher auch schön den Rasen gemäht, das sind wunderbare Tiere. Dann ist es in Ordnung. Für mein Verhältnis ist es natürlich richtig, dass ein Fleisch ist ein absolut veredeltes Produkt und es braucht unglaublich viel Ressourcen. Ja. Und dieser Massenverbrauch an Fleisch, den wir hier in der Gesellschaft sehen, warum muss dann im Kindergarten und in der Schule jeden Tag Fleisch stehen? Billig hergestelltes Fleisch mit viel Verbrauch, das brauchen die Kinder nicht. Das brauchen sie einfach nicht. Die können locker auch vegetarisch ernährt werden. Und wenn sie zu Hause mal ein gutes Würstchen kriegen, ist es auch absolut in Ordnung. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Sind so diese Verhältnismäßigkeiten, die doch hier einfach nicht mehr stimmen. Brauchen Fleischesser allein für ihre Ernährung 5-mal mehr Energie als Menschen, die sich vegetarisch ernähren. Ja. Wie ist das bei Ihnen, Herr Rodefeld? Ich bin mit 18, also vor 40 Jahren, Vegetarier geworden. Grund war, dass ich ein entwicklungspolitisches Schaubild gesehen habe. 7 Kilo Soja aus Brasilien, was man dort zur Selbsternährung für Menschen nehmen könnte, nach hier gebracht, ergibt 1 Kilo Rindfleisch. Und dann habe ich mich gefragt, warum nehmen wir hier für unser Tierfutter Menschen dort Lebensmittel weg, die sie zum Überleben brauchen? Wenn das auch anders geht, habe ich mir gedacht. So, dann habe ich noch einen Film gesehen über Tiertransporte, wo eine Herde quer durch Europa gekarrt wurde, weil es dort billiger in Portugal zu schlachten war. Und die Hälfte verendet angekommen ist, und dann habe ich gedacht, so, wenn es auch anders geht, für mich nicht mehr. Aber ich habe Verständnis für Menschen, die Sie, ich die sagen. Ich habe das einmal live erlebt mit den Tiertransporten auf einem Frachtschiff von Israel nach Griechenland. Da fährt man ungefähr 1,5 Tage, das macht doch eigentlich keiner mehr, aber wir haben das gemacht. Und die nehmen manchmal Passanten mit. Und da waren tatsächlich 2 große Anhänger mit Schweinen drauf. Auf diesem, die haben gestunken, die haben gequietscht, das war Seegang, die hatten wirklich, also die haben einfach wirklich gelitten. Und es ist total absurd, dass von Kreta bis Griechenland sind die mitgefahren, dass die Schweine übers Meer transportiert werden, um dort geschlachtet zu werden. Also absolut absurd und sowas findet ja täglich statt. Sowas ist ja gang und gäbe, einfach nur aus Kostengründen und sowas ist genau der Punkt, warum man das einfach nicht essen darf. Und davon mal ganz abgesehen, diese Tiere aus der Massentierhaltung und das, was die in die Schulessen reinpacken, das ist ja keine gute Herkunft, sondern das, was da drin steckt, da stecken ja auch viele Reste von Antibiotika drin, viele Dinge, die jetzt auch für unsere Gesundheit nicht gut sind. Ne? Also eigentlich ist es absolut absurd, dass wir das tun. Es ist nicht notwendig, es macht uns krank und es ist teuer und es verbraucht Energie.
Ich glaube, im letzten Jahr hat Deutschland 75 Milliarden Euro aufgewendet wegen falscher Ernährung, um die Gesundheitskosten, um die Gesundheit wieder halbwegs reparieren zu können. Also alle drei werden ja gefragt, also muss ich auch was sagen dazu. Ich war die erste Hälfte meines Lebens ein ganz normaler Fleischesser und dann hat mich mal in einer Diskussion über zum Thema Frieden eine Frau gefragt, kennen Sie eigentlich, Herr Alt, das Wort von Tolstoi? Solange es Schlachthöfe gibt, wird es Schlachtfelder geben. Und da ist mir vieles klar geworden. Und ich fahre am Abend nach Hause im Zug, lese ein Buch und finde genau dieses Zitat wieder. Hatte ich vorher nie gehört. Und dann lese ich eine Zeitung am selben Tag und finde dieses Zitat wieder. Und da habe ich gedacht, also wenn ich jetzt nicht aufwache, dann ist mir überhaupt nicht mehr zu helfen. Ich bin kein 100% Vegetarier, aber ich sage mal so 90%. So an Weihnachten eine Bratwurst, das ist Tradition und das riecht und so. Da bin ich nochmal schwach. Aber ich glaube, wenn man so 90% Vegetarier, also ganz zeitheiliger bin ich nicht, aber Teilzeitheiligkeit reicht da ja auch schon. Nicht? Das wäre ein großer Fortschritt. Bin ich auch nicht. Ich esse Fisch, aber dann, wenn er eben nicht von solchen Beständen kommt, die schon eh überfischt sind und wo und man das weiß, das ist das Letzte noch, was ich mehr esse. Also, wir haben versucht, ehrlich zu antworten. Unser Zuschauer Dan Ulz sagt, Biodiversität wird immer beeinträchtigt. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß? Hat er recht? Kommt auf dieses immer beeinträchtigt an, auf was er sich da bezieht. Sicherlich auf das gesellschaftliche Leben an sich. Ne? Also ich sag mal, wir beeinträchtigen natürlich die Biodiversität allein durch unser Vorhandensein. Ne? Allein dadurch, dass wir da sind, dass wir atmen, wir verbrauchen die Luft, wir verbrauchen die Nährstoffe, wir verbrauchen Raum, Lebensraum. In dem halt sonst vielleicht andere Arten leben können. Ich weise jetzt mal auf den Wolf hin. Ne, der Wolf wird ja erfolgreich wieder eingegliedert, breitet sich aus, der war ausgerottet, weil wir den Lebensraum in Anspruch genommen haben. Jetzt gibt es massive Konflikte mit dem Wolf. Da hat man als, wenn man selber Schafe zu Hause hat, ja schon auch ein bisschen Bedenken. Man macht sich einfach die Gedanken, es gibt dort Probleme. Also wir beeinflussen einfach dadurch, dass wir generell da sind, natürlich schon die Biodiversität. Indem der Rhein sauberer wurde, der Main sauberer, die Donau, sind dort wieder Fischsorten auf einmal vorhanden, die es früher nicht gegeben hat. Ja. Es geht auch positiv. Seit Klaus Töpfer im Schwimmanzug da durch den Rhein geschwommen ist. Legendär. Aber er musste einen Schutzanzug anziehen, weil der Rhein so vergiftet war, dass er nicht wagen konnte, nur mit der Badehose. Aber irgendwann vielleicht wird er ohne Schutzanzug Das, dann haben wir unser Ziel. Marco, also an dem Beispiel sieht man ja, auch dass das Waldsterben in Deutschland gestoppt werden konnte, was ein Riesenthema war in den 80ern, dass wir nicht hilflos sind und dass es darauf ankommt, dass wir einfach uns vernünftiger als bisher verhalten und nicht leer gegen unsere eigenen Interessen arbeiten und wirtschaften. Bei den Flüssen ist es dann wieder unterlaufen worden, indem die Hitze so stark war, dass durch die Erwärmung des Wassers manche Tier- oder Fischsorten es wieder nicht geschafft haben. Ja. Oder Atomkraftwerke abgeschaltet werden mussten. Eine Frage, die mir Transparenz TV, die Redaktion, ausgeschrieben hat, durch unseren Ökoressourcenverbrauch, dadurch, dass wir auch Ökoressourcen importieren, werden da nicht in anderen Kontinenten die ökologischen Krisen verschärft? Wenn wir zum Beispiel Bioprodukte importieren hier. In Deutschland werden ja gar nicht so viele Bioprodukte produziert von den Biobauern, wie die Deutschen schon Bioprodukte verbrauchen. Also schaffen wir damit nicht in anderen Kontinenten, verschärfen wir nicht dort die Ökoprobleme? Ja, das ist ja, auch bei Bioprodukten muss man sich genau diese Frage stellen. Deswegen war ja vorhin mein Hinweis auf dieses Regionale so stark. Nun wird es wirklich, verlangt es eine gute Überlegung, wie man denn regional alle Menschen auch versorgen will. Das ist sicherlich jetzt nicht einfach, aber ich denke machbar. Es stimmt schon, dass es auf jeden Fall der Einfluss durch unser Konsumverhalten auf andere Regionen hat, auf andere Ökosysteme. Also wir nutzen die anderen Ökosysteme, weil sie uns beliefern, weil sie uns ihre Ökosystemdienstleistungen zur Verfügung stellen. Seltene Erden zum Beispiel aus Drittweltländern für ihre Windräder. Ja, zum Beispiel. Genau, wobei es auch Windräder gibt, die nicht brauchen. Und in jedem Handy sind sie auch drin und in jeder Batterie. Also wir haben dort schon noch wirklich enorm viel. Also Alternativen. Wir haben Alternativen und eigentlich kommt es auch auf die Alternativen an. Ne, man muss dort handeln, um einfach diese Alternativen und so ökologisch wie möglich zu machen und einfach nicht
diese Systeme zu nutzen. Also eine Bio-Avocado aus Chile ist nicht mehr für mich ökologisch vertretbar. Ist so. Ja. Das ist für mich aber noch... Sie ist zwar noch biologisch, aber nicht mehr ökologisch. Aber nicht mehr ökologisch von dem, was an Energie in ihr steckt. Das viel größere Problem sehe ich aber derzeit, dass zum Beispiel in Afrika Länder wie China oder auch Ukraine jetzt schon riesige Landflächen aufkaufen im Sinne von Landgrabbing, um sich vorzubereiten für den Fall, dass sie ihre eigenen Bevölkerung nicht mehr ernähren können. Zurzeit sind da noch Flächen brachliegend. Das ist noch gut für die Tiere, teilweise in Afrika, aber es ist absehbar, wenn die dann zu Mais, Getreidefeldern werden. Das möchte ich noch sehen, wenn dann die ersten Züge an den hungernden und verhungernden Afrikanern vorbei rollen, an die Häfen, um das Getreide nach China zu schiffen, was dann los ist. Ich habe in Afrika erlebt riesige Aufstände in großen Städten gegen den chinesischen Landraub. Die nennen das Landraub. Das ist Landraub. In Afrika. Und das könnte wieder Kriegsgründe sein in der Zukunft. Nicht? Also das ist ein weiteres gefährliches Argument. Herr Rollefeld, Sie sind ja auch Theologe. Der Papst hat in seiner wirklich guten und umfangreichen Enzyklika Laudato Si, wo er sich mit Umweltfragen beschäftigt hat, gesagt, diese Wirtschaft tötet. Ist der Kapitalismus schuld an allem? Vielleicht nicht an allem, aber doch an sehr vielem. Vor allem seit er sich seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr rechtfertigen muss. Und ich glaube, das Wegfallen des anderen Systems, wie immer das vollkommen unvollkommen gelebt wurde, hat dazu geführt, dass dieser entfesselte Kapitalismus, Neoliberalismus, wirklich über Leichen geht. Und ich stimme dem Papst völlig zu. Das Interessante ist, dass er sich für diese Enzyklika ja den führenden Klimaforscher, Herrn Schellenhuber vom Potsdamer Klimaforschungsinstitut, inzwischen ist er pensioniert, geholt hat, um dort wirklich Sachexpertise reinzubringen. Und diese Gedanken in Laudato Si, dass die Luft, das Meer, die Erde nicht einzeln gehören kann, sondern dass das Güter sind, die uns allen gleichermaßen gehören, das ist wirklich revolutionär, weil es diesem kapitalistischen Denken auf Privatbesitz, Privare kommt vom lateinischen Rauben, könnte man lange drüber philosophieren. In euren Gütern. Es ist ja ein Raubtierkapitalismus. Es ist ein Raubtierkapitalismus. Wenn 62 geworden. Milliardäre, die 62 Reichsten dieser Welt, über mehr Geld und Reichtum verfügen als die ärmere Hälfte der Menschheit, also 62, mehr als 3,7 Milliarden, kann das langfristig nicht gut gehen. Das war sogar noch die Zahl von 2016 und im Jahre 2017 waren es sogar nur noch 8. Die Zahl hat sich nochmal dramatisch reduziert. Und der Skandal ist einmal, dass es so ungerecht geworden ist und im Zuge dieses Neoliberalismus auch die ganze Schöpfung mit den Tieren, mit den Pflanzen unter die Räder gekommen ist. Ich stelle mich oft oder stelle mir die Frage, wie wir das zulassen. Wir wissen um diese wahnsinns auseinanderklaffende Differenz. Wir wüssten auch die Hebel, Steuerung der Reichen, Erbschaftssteuerreform und so weiter. Aber dazu bräuchte es den Druck von unten und Sendungen wie Transparenz, um das ins Bewusstsein zu heben. Wir werden dieses Thema noch weiter behandeln hier. Wenn ich Ihren Dialekt richtig verstehe, waren Sie mal Bürgerin der DDR. War das denn im Sozialismus so viel besser ökologisch oder war das nicht viel anders? War das auch der Sozialismus ein verkappter Raubtierkapitalismus? Wie war das denn? Ja, also Sie haben recht, ich komme tatsächlich aus Magdeburg, habe aber jahrelang im Saarland gelebt und auch im Ruhrgebiet. Insofern habe ich einen vermischten Dialekt und jetzt ein bisschen durch das Sächsische überprägt. Ja, die DDR-Zeit habe ich noch erlebt, da war ich 13, zur Wende. Ich habe es noch sehr gut in Erinnerung als Kind. Alles, was diesen ganzen ökonomischen Zusammenhänge, die sind für mich schwer einzuschätzen. Also ich habe als Kindheitserinnerung natürlich schon, es war alles sehr gleich. Viele hatten das gleiche T-Shirt an wie man selber. Es gab immer das Gleiche im Geschäft. Wenn man Glück hatte, gab es... Vieles gab es auch nicht. Vieles gab es nicht. Da, wo eine Schlange war, gab es Bananen. Also es war einfach so... Alles sehr, sehr ähnlich aufgebaut, zum Teil natürlich gerechter. Was wenigstens ökologisch? Naja, das vermag ich gar nicht so richtig einzuschätzen. Also ich weiß, dass es auch zu DDR-Zeiten viele Umweltschützer und Kämpfer für Ökologie gab. Ich hatte sie in meiner Sendung, ja. Ja, und ich bin jetzt auch sehr dankbar und ich finde es total spannend. Ich bin jetzt in der Ortsgruppe Meißen im BUND und wir haben dort sehr viele von den Älteren, die damals zu DDR-Zeiten schon Umweltschützer waren, die jetzt für den BUND kämpfen und dort auch wirklich ganz...
ja, einen ganz tollen und langjährigen Erfahrungsschatz in der Region mit reinbringen, auch was Diversität, Biodiversität anbringen, weil sie einfach immer dort schon aktiv waren. Mhm. Und das, das ist natürlich spannend. Ob das System an sich ökologisch war, ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn ich durch Bitterfeld damals gefahren bin, also da sieht es heute nicht sehr viel besser aus. Wenn ich in Mühlhausen vor der Wende ausgestiegen bin bei Freunden und die Luft nach Schwefel gerochen hat, das war mit Sicherheit immerhin wurden 1990, immerhin wurden 1990 schon dank des westdeutschen Umweltministers Klaus Töpfer die alten Atomkraftwerke abgeschaltet in der DDR, was auch nicht so ökologisch ist, wie wir wissen, nicht? Also da ist doch einiges passiert. Also ich glaube, wir brauchen eine andere Form des Wirtschaftens. Das hat mit Kapitalismus oder Sozialismus, glaube ich, das sind weitgehend Ideologien von gestern halt. Aber die helfen uns weder das eine noch das andere. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das zunächst mal human ist und das gerechter ist als das heutige und das natürlich ökologischer ist als das heutige. Und damit ein gutes Leben für alle ermöglicht. Das, was Jesus von Nazareth in seiner Bergpredigt schon gesagt hat, die Sonne des Vaters scheint für alle und nicht für, es gibt keine RWE-Sonne, es gibt nur unser aller Sie Sonne. Haben auch den Papst zitiert, der Franziskus heißt und der vorbildlich mit den Tieren gelebt hat, im Einklang, der große Öko-Heilige, der heilige Franziskus aus Assisi. Der auch den Wolf von Gubbio so angesprochen hat, dass er nicht mehr Leute verletzt hat mit Bruder Wolf. Und Schwester Sonne. Also da war alles geschwisterlich orientiert. Von diesem Holismus, wir sind eine Einheit. Und wenn wir das vermitteln können, dass wir ein Teil sind und wenn dieses eine Mosaik, Mensch, das in diesem ganzen Netzgefüge ist, glaubt, über die anderen verfügen zu können. Ich glaube, die größte Sünde war vielleicht der Theologie, den Satz zu prägen, macht euch die Erde untertan. Das ist nicht gemeint gewesen. Seid Haushalter, verwaltet es. Vielleicht ist auch das falsch übersetzt. Vielleicht könnte es das ist falsch übersetzt. Ronnefeld heißen, macht euch der Erde untertan. Das kennt der Sache schon näher, die wir heute verwaltet brauchen. Verwaltet sie. Ja. Also, klug. Liebe Zuschauer hier im Studio, auch Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt ein Mikro und bis das bei Ihnen ist, will ich noch eine Frage an Sie stellen vom Zuschauer Jens F. Wie kann man einen vernünftigen Gebrauchsmarkt schaffen, sodass Produkte mehrfach benutzt werden, statt weggeworfen? Sehr, sehr wichtige Frage, weil genau das ist auch der Punkt. Es gibt ja die meisten Produkte, die können wiederverwendet werden, die können genutzt werden. Es gibt schon einen guten Verbrauchsmarkt, so wie ich finde. eBay finde ich wunderbar. Das nutze ich auch selber für mich sehr viel, für die Kinder. Wir haben im Kindergarten Kleidermärkte organisiert, dass das immer wieder nachhaltig genutzt werden kann. Sowas braucht man natürlich auch für alle möglichen anderen Geräte. Da gibt's, in Dresden gibt es jede Woche Flohmarkt. Es gibt da schon sehr viele. Ich weiß nicht, wie vernünftig man Gebrauchtmärkte noch installieren möchte. Es gibt, ja, soweit ich weiß, von manchen Unternehmen, wo man Neuwaren kaufen kann, online, auch einen Second-Hand-Bereich, in dem Leute selber die gebrauchten Sachen von diesem Unternehmen wieder weiterverkaufen können, wahrscheinlich mit einem Prozentsatz fürs Unternehmen. Also selbst dort gibt es auch so ein paar Bestrebungen, die jetzt darüber nachdenken, wie es weiter genutzt werden kann. Das ist jetzt auch im Kinderbereich. Wie man es richtig organisieren kann, ich finde das eigentlich schon ganz gut organisiert, man muss es nur nutzen. Und ich sag mal, diese Einstellung dazu, lieber was Gebrauchtes weiter zu nutzen, was noch gut ist, darauf kommt es an. Also ich muss die Einstellung haben, zu sagen, da breche ich mir jetzt keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das jetzt einfach was anziehe, was halt schon mal jemand hatte. Wenn das noch gut aussieht, warum denn nicht? Viele Städte haben Repair-Cafés. Da können Sie Ihre alten Transistorradios oder Ihre Telefone oder sonst was hinbringen. Genau. Und da sind Bastler, Tüftler, die haben Spaß daran, das kaputte Gerät wieder zu reparieren. Eine Ernährungsberaterin hat mal das schöne Buch geschrieben, Reste sind das Beste. Also, sehr gut. Haben Sie jetzt Fragen? Darf ich um Handzeichen. Oder bitte, Sie haben das Mikrofon, stellen Sie gleich Ihre Frage. Gibt es Fragen im Publikum? Ja. Ich habe hier ein Mikrofon. Noch nichts? Ich habe mich was gefragt, Herr Alt. Ja. Ich habe mich bei Minute 60 der Sendung gefragt, der Franz Alt hat noch gar nicht von Photovoltaik gesprochen, kam dann bei Minute 62.
Die Frage hat sich sozusagen. Den Bogen schaffen Sie immer zur Photovoltaik bei jedem Thema. Ja. Eine also Frage. Ich bin sicher, die Sonne gewinnt und das Solarzeitalter beginnt. Ja. Genau. Ja, also da hat sich meine Frage von selbst sozusagen erklärt. Meine Frage ist noch die Frage, Sie kennen vielleicht den Begriff Payment of Ecosystem Services, der Natur einen Preis zu geben. Ja. Müssen wir nicht einfach letztlich sagen, wir nutzen die ökologischen Ressourcen kostenlos, wie saubere Luft, wie saubere Böden, muss die Natur nicht einen Preis bekommen? Sie beide vielleicht. Ja. Wir haben ja schon von CO2-Steuer gesprochen, ja. Das wäre genau. Eine Bepreisung von Kerosinsteuer. Ja. Könnte das für alle Produkte gelten? Also wir haben das Thema ja vorhin schon mal eben versucht aufzugreifen. Ich sag mal, es ist ja die Frage, ich finde, viele Produkte haben ja eigentlich einen Preis. Aber es ist die Frage, wo das hingeht. Also wo geht der Gewinn hin? Geht der Gewinn zu den Unternehmen, die sie kaufen? Wie zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, das Trinkwasser, was Nestle aus Brunnen pumpt und dann einfach als teures Nestle-Wasser verkauft. Dann geht nämlich der Gewinn, der ist ja jetzt nicht klein, geht zur Firma Nestle. Und die geben ihn aber nicht weiter. Also letztlich sorgen sie ja dann nicht dafür, dass das Ganze nachhaltig ist. Nehmen aber den Preis dafür. Ne? Und würde man hier eine Umstrukturierung machen und sagen, und die Firmen auch verpflichten, die jetzt die Ökosystemdienstleistung nutzen, verpflichten zu sagen, hier, ihr wollt das verkaufen, das Produkt, dafür, dass ihr es organisiert, vermarktet und so weiter, bekommt ihr bestimmten Preis. Aber für die nachhaltige Nutzung und für die Wiederherstellung und für das Sorgen darum, dass es so bleibt, wie es ist, dafür müsst ihr zahlen, dafür müsst ihr sorgen und das wird ordentlich kontrolliert. Denn die Kontrolle ist ja auch oft das Problem. Mein Taxifahrer in Baden-Baden ist ein Ägypter und der sagt mir, er fliegt 6-8 Mal im Jahr von Baden-Baden nach Ägypten. Sag ich, um Gottes Willen, kannst du das leisten? Dann sagte ich, ja klar, das kostet etwa 48 bis zwischen 48 und 80 Euro Ägypten und zurück. Da sieht man, was wir anstellen. Ja. Der soll ja als Ägypter mal nach Ägypten fliegen. Aber was wir anstellen, wenn die Preise nicht die ökologische Wahrheit sagen. Zu der Frage von eben, wenn der Hambacher Forst eben nicht nur in Steerholz, wie viel Kubikmeter sind da rauszuholen, berechnet würde, sondern wie viel Dienstleistung dieses Stück Wald an CO2 an Photosynthese, an Diensten für uns alle macht, da kommt ganz schön was zusammen und das ist mit Sicherheit mehr wert als das bisschen Kohle, was da drunter liegt und die in der Erde zu bleiben hat, wenn wir überleben wollen. Wie viele Windräder bräuchten wir, um den Hambacher Forst, die dortige Braunkohle zu ersetzen? 500 habe ich gelesen oder so etwas. Sie könnten ein gutes Geschäft machen, das wäre noch ökologisch und wir hätten den Wald und bräuchten keine Braunkohle und das Klima kaputt machen. So einfach ist es eigentlich. Ja, aber würden wir denn die reellen Kosten wirklich mal darstellen? Das wird halt nie gemacht und das ist das eigentliche Problem. Diese reellen Kosten der Braunkohle, die werden nicht berechnet, weil man sie ja gar nicht berechnen möchte, weil genau das dann rauskommt. Ich habe jetzt letztens einen schönen Artikel gefunden, da hat jemand sich mal die Mühe gemacht und hat genau das berechnet und hat ausgerechnet, wie denn eigentlich unter Einbeziehung des Meeresspiegelanstiegs, der ganzen Probleme, die durch den Klimawandel entstehen, zurück auf die Quelle der Energiegewinnung. Und es ist dann ganz klar und deutlich, war natürlich die Windenergie, der Solarnutzung, war ganz unten, da ist fast nichts, was übrig bleibt. Und die Braunkohle und Steinkohle, das war das, was letztlich den ganz allergrößten Kosten eigentlich hat. Ja. Oder ganz allergrößten. Ich wollte eine Bemerkung noch, weil es eben viel Onlinehandel. Da möchte ich eine kritische Anmerkung machen. Ist erst vor kurzem auch publik geworden, dass bei Amazon und bei vielen Online-Dienstleistern ein Drittel aller Produkte, die rausgehen, ja wieder zurückkommen als Rückläufer. Das ist ja so bequem. Man gibt es wieder auf, man zieht das Kleid an, man zieht die Schuhe an, schickt es zurück. Ein Drittel all dieser zurückgeschickten Pakete werden aufgerissen und im Müll entsorgt. Die werden nicht wieder in Regale einsortiert, das sind Neuwaren, aber sie werden weggeschmissen. Könnte man intelligenter machen. Wesentlich intelligenter. Vor allem, wir haben einen Appell, es ist nämlich auch nicht der Preis in diesen so billig und bequem zugestellten Paketen drin, es fehlt der Preis für die Umwelt. Wie viel LKW oder sonstige Fahrzeuge mussten in Bewegung gesetzt werden, um das eine kleine Paket vor meine Haustür zu fahren? Das kann es nicht sein. Und sicherlich ist mit jungen Leuten da viel Diskussionsbedarf, die in die Boutiquen gehen, sich die Kleider anziehen, nach draußen gehen und dann über Amazon 10% günstiger bestellen. Mit denen zu reden und zu sagen, Leute, es gibt faire Kleidung. Schaut, dass ihr dort etwas kauft, wo die Näherin wenigstens einen fairen Preis in Bangladesch gibt oder in einer
Unterkunft arbeitet, wo er nicht wie damals 1000 Leute, die getötet wurden bei einem zusammenstürzenden Fabrikgebäude. Unter solchen Bedingungen, da könnt ihr doch nicht bei H&M oder sonst wo eure Klamotten kaufen. Aber ist die Frage, ob man genau damit ankommen würde, mit dieser Information. Oder ob man sich sagen muss, es gibt es gar nicht. Man darf die Pakete nicht zurückschicken. Also 50 Cent, dann wird es auch keiner mehr machen. 50 Cent mehr für ein T-Shirt würden vielleicht die Leute bezahlen. Es wenn man sie nicht klar macht. Ne? Bei einem T-Shirt von 29 Euro gehen 18 Cent für die Näherin. Der Rest ist Versandhandel und so weiter. Ja. Und Gewinnspanne. Ja. Bei der Atomenergie, Sie haben von der Braunkohle gesprochen und den Kosten, die wir nicht berechnen. Bei der Atomenergie wird die ganze Entsorgung des Atommülls ja nicht berechnet. Geht ja auch gar nicht. Das Zeug strahlt 1 Million Jahre. Ich habe mal leichtsinnigerweise bei Maischberger die Frage gestellt, was kostet es, einen Pförtner zu bezahlen, der 1 Million Jahre lang Atommüll bewacht. Ein deutscher Mathematikprofessor fing sofort an zu rechnen und hat gesagt, wenn der im Monat 3.000 Euro verdient, über 1 Million Jahre, und wir haben 2% Inflation über 1 Million Jahre, dann kostet ein Pförtner für Atommüll mehr Geld, als die gesamte Menschheit heute Geld zur Verfügung hat. Und dann reden die Atomfuzzis noch vom billigen Atomstrom. Ja. Es ist einfach nicht zu fassen, was uns zugemutet wird, wenn die Folgekosten einfach ausgeklammert oder an unsere Kinder und Enkel und deren Kinder und Enkel über 1 Million Jahre weitergegeben werden sollen. Im Ruhrgebiet, wo die Steinkohle gefördert wurde, sind Ewigkeitskosten, indem die Pumpen auf ewig laufen, damit dort das Erdreich nicht zusammenbricht. Unser Zuschauer Wilfried Böttcher hat die letzte Frage in dieser Sendung, weil unsere Zeit, auch 75 Minuten, sind für eine Fernsehsendung zu einem so spannenden Thema eine gute lange Zeit, wo man auch ausdiskutieren kann. Das machen wir halt im Gegensatz zu sonstigen Sendungen im Fernsehen. Also, Wilfried Böttcher fragt, nichts kann so wirkungsvoll sein wie eine radikale Eingrenzung des Fleischkonsums. Und jetzt eine philosophische Frage, wird die Zeit kommen, wo es nicht anders geht als die Einschränkung oder die Begrenzung des Fleischkonsums? Was meinen Sie denn? Wird unser Bewusstsein uns da helfen? Wo es nicht anders geht, bedeutet ja eigentlich, dass wir die Ressourcen nicht mehr zur Verfügung haben, die wir brauchen, um das Fleisch zu produzieren. Das heißt ja eigentlich, dass wir ein Bevölkerungswachstum haben, der die Flächen tatsächlich für Nahrung braucht und nicht für eine Veredelung der Nahrung für uns. Das heißt, es kommt kein Soja mehr aus Südamerika, was unsere Tiere ernährt. Dann hat sich das die Frage ja eigentlich von selbst erübrigt, weil dann haben wir keine nicht ausreichend Nahrungsmittel für die Schweine hier, für diese Massentierhaltung. Dann hätten wir vielleicht auch keine mehr, dann hätten die Kinder auch gutes Essen in der Schule. Also letztlich, ich hoffe ja, dass es im Grunde so weit kommt, dass, also das wäre jetzt natürlich schon sehr krass, ne? Also ich meine, jeder, der trotzdem gern Fleisch essen möchte, hat ja noch die Wahl, vielleicht auch selber auf dem Dorf zu wohnen und sich Tiere oder zu halten. Oder biologisches Fleisch zu essen. Genau, aber dieser Wahnsinn in dieser Masse, das ist natürlich wirklich der Punkt. Und da hoffe ich schon sehr, dass da ein Umdenken stattfindet. Herr Theologe, wird die Zeit kommen? Also, wer Anstoß geben möchte, der kann auch manchmal anstößig sein. Und die Grünen haben sich zweimal ja die Finger verbrannt. Einmal mit ihren 5 D-Mark damals für einen Liter Benzin, was genau richtig war, weil Energie ist zu billig. Dadurch wird sie zu leichtfertig und zu großen Maßen verbraucht. Und das Zweite, als sie ja noch vor nicht allzu langer Zeit eben angeregt haben, mehr vegetarisches Essen. Sie haben diesen harmlosen einen Veggie-Day gefordert. Wir haben den einen Veggie-Day vorgeschlagen. Und vor allem ich glaube, die Bayern, die Fleischesser mit Leberkässammel und Schweinshaxen, die sind dann aufgeheult. Und dahinter steht eigentlich ein Freiheitsbegriff. Aber wenn es uns gelingt, diesen Freiheitsbegriff neu zu definieren und zu sagen, es ist nicht mehr meine Freiheit alleine, darüber zu verfügen, was ich tue, was ich esse, wohin ich reise, wenn dadurch die Freiheit von anderen Menschen in einem so hohen Maß eingeschränkt wird, dass sie noch nicht einmal mehr die Freiheit haben zu leben. Es gibt kein Menschenrecht auf Fernreisen, es gibt kein Menschenrecht auf Fleischkonsum jeden Tag, wenn dadurch Menschen sterben. Weil das ist eine in der UN-Charta verbriefte Grundlage des Zusammenlebens überhaupt. Und da kommen wir an ganz ethisch, moralisch diffizile Fragen. Von welchem Freiheitsbegriff gehen wir aus, wenn meine Freiheit an das Lebensrecht des anderen stößt?
Die Frage hat schon Platon vor 2.500 Jahren gestellt. Er hat gesagt, das Ziel muss sein, ein gutes Leben für alle. Und da werden wir eine Menge ändern müssen. Und diese Fragen und Zusammenhänge werden wir noch oft diskutieren. Schönen Dank, dass Sie beide heute da waren. Vielen Dank an die Zuschauer hier im Studio. Und ganz herzlichen Dank an unsere Zuschauer zu Hause. Wir hoffen, dass wir einige Denkanregungen für Bewusstseinswandel geben konnten. Wir werden das weiter tun. Wenn Sie mögen, auf dieser Reihe, in dieser Sendung bei Transparenz TV, jeden Montagabend um 20.30 Uhr herzlich willkommen und einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke. So. Da war ja richtig viel los. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Danke auch. Danke. Vielen Dank. Eine schöne Publikation.